Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Montag und einen guten Start in die neue Woche. Ja, heute kommen wir zur 382. Stunde zur Weltgeschichte und damit der insgesamt 900. Geschichtsstunde insgesamt. Also ein kleines Jubiläum, was das betrifft. Ja, und bevor wir wieder dazu kommen, wieder so ein kurzer Rundumblick, was ich so schon hier lesen kann. Nur als interessante Sache ist, es ist Wahnsinn, was hier abgeht und wie bestimmte Psychopathen in diesem Land am Rade drehen. Weil ich habe ja bis jetzt, bis 2:30 ungefähr, habe ich, nachdem ich heute früh 6 so ungefähr erst eingeschlafen bin ich raus. Aber ich bin dann mal so kurz, ich weiß nicht warum, aber ich bin dann so kurz, muss so gegen 10:30 gewesen sein, kurz munter geworden. Und da lief der Fernseher noch, weil schläfrig schlafe ich immer dabei ein. Da geht ja dann noch 4 Stunden von alleine aus und da kommt dann diese so eine Anzeige, wenn Sie nichts, irgendeine Taste drücken, dann geht er aus. Auf jeden Fall, und dadurch weiß ich ungefähr, dass es 10:30 gewesen sein muss. Und ich hatte als letztes gestern oder heute früh Phoenix drauf und da lief so die Wiederholung von Anne Will und habe dann so noch mitbekommen in dieser Zeit, bis das dann ausgegangen ist, der Fernsehapparat. Also ich habe das schon deutlich mitbekommen, obwohl ich so eigentlich noch im Halbschlaf war, aber ich habe es trotzdem verstanden. Da war der Herr Söder wieder. Er möchte am liebsten alle hier jetzt zwingen, wahrscheinlich diese App zu nehmen, damit er alle abfangen kann, die Skier drauf haben auf dem Auto und wie man das kontrollieren könnte. Also der Mann ist total wahnsinnig. Das ist ein Wahnsinniger. Liebe Bayern, ihr habt euch einen Psychopathen dran gewählt. Leider wird er nicht von alleine im Starnberger See verschwinden, wie damals der König Ludwig. Und er hat ja wenigstens noch was Ordentliches hinterlassen. Neuschwanstein. Dieser Mann wird euch ja, verbranntes Land hinterlassen, liebe Leute, mit einer riesengroßen Muslimisierungskampagne, denn in Bayern wissen wir ja, es sind die größten Programme für Islamunterricht und alles, und das wird knallhart durchgesetzt. Und genauso jetzt, wenn es um Corona geht, dieser Mann, das sollte mal zum Psychiater gehen. Also, wie die sich aufführen, die Leute, es ist erschreckend, erschreckend, dass diese Leute so viel Macht haben. Ja. Kommen wir zur Corona-Pandemie. Moderna will noch heute Notfallgenehmigung in den USA beantragen. Ja. Alle wollen sie jetzt dabei sein, wenn sie uns Menschen zu ihrem Versuchskaninchen machen wollen. Aber wie gesagt, bis jetzt heißt es ja immer noch freiwillig, aber es kommen schon so die ersten Anwandlungen von so indirekter Impfpflicht, dass man bestimmte Sachen nicht mehr nutzen kann. Dass diese Vorschläge von diesem CDU-Europapolitiker mit den großen Veranstaltungen oder bestimmte Fluglinien sagen, ihr dürft nur mit, wenn ihr uns einen Impfpass vorzeigt. Ne? Ja, besten ist, die Leute sollten sich in der Form dagegen wehren, sonst bleibe ich heute zu Hause. Mal sehen, ob sie das einen Monat lang durchhalten, wenn keiner in irgendeine Gaststätte geht oder irgendwas und sagt, na, dann leckt es mir mal am Arsch, bevor ich mir mein Leben mit einer Impfung versauen lasse, von der noch keiner weiß, was rauskommt. Dann bleibe ich halt mal eine Weile zu Hause. Gehen oder einkaufen, das Wichtigste, was ich brauche. Mache einen schönen Abend zu Hause und trinke da mal Bierchen, ist auch noch zudem noch billiger. Da wollen wir mal sehen, wie lange sie mit ihrer indirekten Impfpflicht dann durchkommen. Laschet fordert weitere Konzepte. Braun will zielgenauere Hilfen. Ja, das wird immer enger. Dann sagen, merken sie, entweder explodierende Preise oder wir müssen aufhören mit dem Geld. Drucken ist ja nicht mehr, sind nur noch digital, sind nur virtuell vorhanden. Firmen können laut Scholz weiter auf staatliche Hilfen setzen. Ja, warten wir es mal ab, warten wir es mal ab. Heil garantiert keine höheren Sozialbeiträge wegen der Krise. Alles abwarten, sage ich nur, alles abwarten. Ja, vielleicht schaffen sie ja noch diese 9 Monate oder 10 Monate bis zu dieser Bundestagswahl, wenn sie denn stattfindet, und dann mit einer wahrscheinlich so manipulierten Wahl, wie wir es noch nie erlebt haben. Gab es ja schon genug in Deutschland Manipulationen, die dann immer bloß peinliche Pannen waren. Woanders wär's Wahlbetrug gewesen. Ne? Der wird so hoch wie nie sein. Nationale Gesundheitsreserve an 19 Standorten geht es um diese Masken. Ne? Ja, Leute, macht mal weiter so. Vertraut diesen Leuten. Dann werdet ihr wahrscheinlich euer ganzes Leben lang demnächst Masken tragen, wenn der Winter kommt, weil bei jeder Grippesaison wird Pandemie ausgerufen, weil dann, wie das natürlich üblich ist und normal ist bei jeder Grippewelle, dass auch Leute sterben. Da werden uns dann jeden Tag die Betten gezeigt
Komischerweise zeigen sie uns nicht die Leute, die jämmerlich verrecken, wenn sie vielleicht auf der Straße mit einem Messer abgestochen worden sind und dann noch ins Krankenhaus geschafft haben. Eigentlich die Krebskranken, die Leute, die kaputt gegangen sind an dem System. Das zeigen die uns alle nicht. Die zeigen uns aber jetzt alle, die an der Grippe im Bett liegen und versterben. Gesellschaft für deutsche Sprache. Corona-Pandemie ist Wort des Jahres auf Platz 2. Lockdown, ja. Das kennen wir ja schon, dieses Wort des Jahres, was das für ein alberner Käse ist. Corona-Pandemie, Steuerpauschale für Homeoffice geplant, 5 Euro am Tag möglich. Na dann, bei dem Stromverbrauch, den man zusätzlich hat, wenn man dann den ganzen Tag zu Hause ist, anstatt auf Arbeit, kommt man mit den 5 Euro natürlich super hin. Ne? Bericht der EU-Kommission, Treibhausgase sinken auf niedrigsten Stand seit 30 Jahren, ja schön. Ja, aber die funktionierende Welt, die sinkt auch auf einen Tiefstand aller Zeiten, weil hier funktioniert bald nichts mehr. Ich habe ja gestern gepostet, komischerweise verteilt in Schleswig-Holstein im Norden schon Notstromaggregate an die Behörden. Wer weiß, was das zu sagen hat. Nach Trump-Ära, EU will EU-Präsident Biden Neustart der Beziehungen anbieten. Na, warten wir mal ab. Wie gesagt, ich bin da skeptisch mittlerweile, dass der Trump damit durchkommt. Ich bin mir sicher, dass betrogen worden ist und das auch ordentlich. Die Frage ist nur, kann es so beweisen, dass es unwiderlegbar ist, zum einen. Und selbst wenn so ist, wird es anerkannt von den Gerichten. Wir wissen ja, wie das aussieht. US-Wahl, Trump gewinnt bei Neuauszählung in Wisconsin, keine Stimmen hinzu, ist klar, ich hatte es schon mal gesagt, wenn dieselben wieder auszählen, die vorher schon beschissen haben, zum einen und zum anderen, der Beschiss ja nicht bei den Blättern basiert ist, sondern vorher, indem man die Kreuzchen selber gesetzt hat bei bestimmten Wahlzetteln und andere hat verschwinden lassen, na dann kommt natürlich dasselbe raus. Ne? Also wenn ich die Hälfte von dem wegschmeiße, was ich nicht haben wollte, glaube ich das auch schon nicht mehr bei der Wahl. Und wenn ich selber mich hingesetzt habe und habe Kreuzchen gemacht bei Herrn Biden, dann sind die Kreuze ja immer noch da, ist logisch. Gewalt gegen Schwarzen in Paris, Ermittlungsverfahren gegen 4 beteiligte Polizisten. Ich habe noch keine Schlagzeile gehört von diesen, und da müssten ja täglich fast jetzt gewesen sein, ob von Ermittlungsverfahren gegen die Gewalt gegen friedliche Demonstranten in Leipzig mit Wasserwerfern. Das war zwar jetzt nicht voll eingesetzt, aber immerhin, es waren ziemlich niedrige Temperaturen und damit hat man die Leute dann über ja, Stunden, Minuten pitschnass gemacht. Das ist eine vorsätzliche Körperverletzung, wäre es sogar ohne Corona oder das, was wir in Berlin erlebt haben oder an manchen Stellen in Deutschland, wenn da mal jemand keine Maske getragen hat. Aber solche Sachen sind keine Schlagzeile wert, weil das sind ja nur so überflüssige Europide-Weise, die die SPD, SED, die linkszionistischen Grünen, die SED, linke Stasi-Partei und die anderen beiden dem Zionismus zugeneigten Parteien, oder drei sind es ja, CDU, CSU und FDP, sowieso loshaben wollen. Also darüber müssen wir nicht berichten, aber wehe dem, es erwischt mal einen Araber, Türken oder einen Schwarzen. Gibt es gleich eine Riesenschlagzeile, die Polizisten werden entlassen und ja, das geht dann über Wochen und Monate, kennen wir ja schon. Genf, neue Runde der Syrien-Gespräche startet. Da wird wieder über ein Land verhandelt, ohne dass es dabei ist, so wie sie es damals mit uns gemacht haben. Ja, bloß, dass die in der Ecke sich das nicht so gefallen lassen wie die Deutschen. Die wehren sich, bis sie endlich ihre Ruhe haben vor diesem Gesindel, was da laufend im Nahen Osten rumspringt und versucht, ihnen ihre Weltordnung aufzudrücken. Ich sage, nee, wir sind halt Araber da. Ich sage, da bin ich immer voll dafür, in ihren Regionen, wenn sie für ihre Rechte kämpfen. Aber bitteschön, dann nicht nach Europa kommen und hier Leute abstechen. Angriff auf Dorf, Dutzende Menschen in Nigeria getötet. Waren keine Weißen, das waren keine Weißen, die sie getötet haben, sondern wieder Schwarze gegen Schwarze. Da klappt nicht mehr das mit dem Rassismus. Aber in der Tagesthemen, deswegen sage ich, in der Tagesschau gerade, deswegen sage ich, das ist keine Nachricht mehr, es ist nur noch Propaganda. Es hätte eigentlich gereicht, kurz die Nachricht zu bringen, das zu erzählen. Aber dann kommen noch 3 Minuten Bericht, wie schlimm das alles ist und bla bla bla, um uns wieder einzustimmen, dass wir uns dann diese Nigerianer nach Europa holen müssen, damit sie dann hier irgendwann so weit sind, dass sie solche Aktionen fahren können. Ja, 812 sind wir dann, sind die lustigen Zahlen. Mal schauen, was man uns da heute geboten bekommt. Die Show, die Pandemie-Show.
Oh, heute, aber da ist, muss man natürlich immer das sagen, sind ja nicht alle gemeldet. Wir sind ja nicht alle gemeldet. Heute sind es nur 11.169 positiv getestete, nicht infizierte. Wahrscheinlich denken die sich, ach komm, ich gehe mal, lass mich, ich gehe mal lieber nicht freiwillig zum Testen. Das ist mir zu kreis. Nicht, dass sie mich einsperren zu Weihnachten. Ich muss noch Weihnachtseinkäufe machen. Ja, dann haben wir minus 125 angeblich daran Verstorbene. Mit oder durch, ne? Aber wie gesagt, wir wissen ja, wie das läuft. Covid-19 bringt momentan Krankenhäusern und Ärzten, die das Spiel mitspielen, sehr viel Geld. Und die, die nicht mitspielen, die haben nur Probleme. Deswegen macht man mittlerweile wahrscheinlich so gut wie jeden, der verstirbt, zum Covid-19-Toten. Und heute haben wir 16.800 Genesene, sodass wir heute bei einem Minussaldo sind von 5.756 und das ergibt nun kumulativ seit 28. Januar 2020 eine Million und 53.000 und 869. Ich habe es gestern mal nachgerechnet, ich habe einen Post gemacht, sind nach 10 Monaten 1,25% der Bevölkerung, die man mit millionenfachen Tests geschafft hat, zu Covid-19 Infizierten zu machen, was aber eine Lüge ist. Es sind nur positiv getestete des PCR-Tests. Dasselbe ist es mit dem Zeitraum mit 16.248 mutmaßlich oder mit oder durch Verstorbene, wie sie mal ausdrücken. Ja, und dann haben wir minus 739.100 Genesene und das macht einen Saldo von 298.521 aktiv positiv getestet. Oh, wir sind wieder unter 300.000. Mann, da versauen sie ja Weihnachten für Merkel. Wenn die keine hohen Zahlen bekommt, dann kann die nicht feiern. Geteilt durch 83.166.771 Einwohner in Deutschland. Habe ich es jetzt richtig? Nicht, dass ich eine falsche Tipps gemacht habe hier. Ja, das ist die Einwohnerzahl von Deutschland und die ergibt dann einen prozentualen Anteil von 0,358%. Damit sind wir noch knapp beim Aufrunden, sodass wir buchhalterisch auf 0,4% aufrunden. Ja, gut, schauen wir mal, ob doch irgendwann mal endlich die Sache geklärt wird, wer da wirklich infiziert ist und wer nur positiv getestet worden ist. Ich denke mal, wenn das wirklich dann mal richtig auf den Tisch gelegt wird, wer da wirklich im Endeffekt noch untersucht worden ist, ob er einen vermehrungsfähigen Agens hatte, der ihn krank machte und dadurch auch andere anstecken konnte, wie klein die Zahl dann da ist, die dann übrig bleibt. Ich denke mal, da wird dann jeder sagen, hey, wollen wir euch erschlagen oder was, dass ihr uns deswegen eingesperrt habt. Ja, aber deswegen wollen sie das ja nicht machen, die haben Angst davor. Und nicht nur das, sie wollen ihre ganzen anderen Dinge durchziehen. Ja. Nehmen wir vorher noch ein Schlückchen Kaffee. Und ein Schlückchen Milch hinterher. Ein Schlückchen Milch hinterher. Und dann geht's los mit der Geschichtsstunde. Nochmal Rückblick auf gestern. Da hatten wir als erstes 1530 Anklage gegen mächtige Fugger. Da ging es um ihre Monopolstellung. Aber diese Anklage wurde natürlich niedergeschlagen vom König oder Kaiser Karl dem V. Und nicht nur gegen den Fugger, sondern auch gegen den Welser wurde der Anklage erhoben oder Klage eingereicht. Sie wurde niedergeschlagen. Warum? Weil der Herr Karl der V. von diesen Leuten gut finanziert worden ist. 1530, die Erde ist magnetisch, das stellte der Italiener Girolamo Fracastoro fest. 1530, Spinnräder mit Pedalen, die erfand Johann Jürgens. Dann hat man den 17. Februar 1530, da spielte man erstmals Calcio in Fiorenze, in Florenz, Fußball auf Italienisch. Ja, der Associazione Calcio, der Fußballverein, bekannt als AC. Und weiter geht's mit dem 5. Januar 1531, Proteste gegen König Ferdinand im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, füge ich hinzu, weil man war nicht ganz so zufrieden mit der Wahl, aber der hat sich dann doch noch gemausert und hat versucht, allerdings auch aus Zwang der politischen Umstände ein bisschen zwischen den Leuten der Reformation, den Protestanten und den Katholiken zu vermitteln.
27. Februar 1531, mal keltischer Bund gegründet. Der wurde dann aber relativ schnell wieder bekämpft. Ja, 7. Juli 1531, Altäre von Riemenschneider, der starb da in Würzburg, hatte da einiges geschaffen, was das betrifft, durch Bildschnitzerei praktisch. Was war ein Bildhauer und Bildschnitzer? 11. Oktober 1531, Reformator Zwinglis eigener Weg, der reformierte in der heutigen Schweiz. Dann hat man den 23. Juli 1532, Religionsstreit endet vorerst im Nürnberg, mit dem Nürnberger Anstand nannte sich das, im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Und dann hat man noch am 27. Juli 1532, da erließ Karl der V. die peinliche Gerichtsordnung Karls des V. 1532 in Nürnberg wird Eisen gewalzt. Das beschreibt der deutsche Humanist Helius Eobanus Hessus. Und der 29. August 1533, der letzte Herrscher der Inka. Es folgte noch 1533, die Magie beherrscht die Natur. Das stellte man in dem Werk, stellte der Alchemist, kabbalistische Alchemist, Arzt und kabbalistische Alchemist Agrippa von Nettesheim fest in dem Werk De Occulta Philosophia Sive de Magia. Dann hat man den 10. Mai 1534, Abenteurer Cartier in Neufundland. Da betraten langsam die Franzosen den Boden des Kolonialismus. Aber die Briten waren ein bisschen dagegen, weil die der Meinung waren, einer von ihnen hat das eigentlich vorher entdeckt. Dann gingen also die ersten Streitigkeiten der Franzosen und Briten in Nordamerika los. 15. August 1534, Jesuitenorden gegründet durch den spanischen Priester und Theologen Ignatius von Loyola, einem ehemaligen Offizier. Ja, und da legen wir mal kurz das Kärtchen schon runter. Und damit geht es heute weiter mit dem 3. November 1534. Ich überlege gerade. Nehmen wir mal aus die ganzen Randbemerkungen weg, sind ziemlich viel auf der rechten Seite. Die erste, 1534. Aufgrund religiöser Probleme löst sich der seit 1488 bestehende Schwäbische Bund auf. Dann noch einmal 1534. Gegen die Pest empfiehlt der deutsch-schweizerische Arzt Paracelsus eine Rezeptur, in der unter anderem Branntwein und Baldrian enthalten sind. Ja, vielleicht sollten wir das bei Covid-19 auch nehmen. Ja, weiter geht's. 1534. Michelangelo vollendet die Grabkapelle der Medici in Florenz. Noch einmal 1534. In Regensburg werden die Bauarbeiten am Dom abgeschlossen. Das Gotteshaus wird das Wahrzeichen der Stadt. Und noch einmal 1534, Papst Clemens der VII. Fordert die Erhaltung der antiken Denkmäler, die von der Bevölkerung Roms oft als Steinbrüche missbraucht werden. Und jetzt kommen wir zum ersten großen Artikel, der geht gleich über zwei Seiten. Und da haben wir den 3. November 1534. England löst sich von Rom. Das englische Parlament erkennt im, in Anführungszeichen, Act of Supremacy, Anführungszeichen Ende, den Inhaber der Königswürde als, in Anführungszeichen, oberstes irdisches Haupt der Kirche von England, Anführungszeichen Ende, an. Gestützt auf eine antiklerikale und antipäpstliche Stimmung im Land vollzieht der englische König Heinrich der VIII. Nach seiner Exkommunikation durch Papst Clemens den VII. Im Juli 1533 den Bruch der von ihm gegründeten anglikanischen Staatskirche mit Rom. Erster Unterabschnitt zu diesem zweiseitigen Artikel: Kritik am Klerus. König Heinrich, ursprünglich für die geistliche Laufbahn vorgesehen und theologisch gebildet, war in früheren Regierungsjahren noch vom Papst für seine Verteidigung der katholischen Glaubenslehre gegen Luther mit dem Titel in Anführungszeichen Defensor Fidei, Anführungszeichen Ende, in Klammern zu Deutsch Verteidiger des Glaubens, Klammer zu, ausgezeichnet worden. Als er jetzt den Bruch mit dem Papst vollzieht,
weiß er insbesondere das Parlament und die landbesitzende Schicht hinter sich. Aus der im 16. Jahrhundert weit verbreiteten Kritik am katholischen Klerus in Rom erwuchsen die Forderungen nach religiöser Erneuerung und Loslösung von der römischen Kirche. Zweiter Unterabschnitt zu dem zweiseitigen Artikel: Streit um Scheidung. Den eigentlichen Anlass zur Trennung lieferte die Weigerung des Papstes, Heinrichs Ehe mit Katharina von Aragon aufzulösen und eine Neuvermählung mit der Hofdame Anna Boleyn zu genehmigen. Der englische Monarch strebte die Trennung von seiner Frau nicht allein aufgrund einer neuen Liebe an, sondern auch, weil Katharina ihm nicht den Sohn geboren hatte, auf den er aus dynastischen Gründen besonderen Wert legen musste. Als Clemens der Siebte die Annullierung der Ehe verweigerte, fasste das englische Parlament 1533 einen Beschluss, der die Einmischung des Papstes in englische Angelegenheiten verbietet. Im Anschluss daran erklärte Thomas Cranmer, der vom König zum Erzbischof von Canterbury ernannte Hauskaplan der Familie Boleyn, Heinrichs erste Ehe für nichtig und die bereits im Januar desselben Jahres heimlich erfolgte Vermählung des Herrschers mit Anna Boleyn für rechtens. Die darauf folgende Exkommunikation Heinrichs des Achten durch den Papst führt schließlich zur rechtlichen Trennung der englischen Kirche von Rom durch die Suprematsakte, also nicht Supreme in dem Fall, das ist richtig auf Deutsch, die Trennung der englischen Kirche von Rom durch die Suprematsakte. Und da kommen wir zum nächsten Unterabschnitt zu diesem zweiseitigen Artikel. Papstpfründe eingezogen. Fortan ist der Papst für England nur noch der Bischof von Rom. Die anglikanische Kirche wird zur Staatskirche. Die dem Papst zustehenden Pfründe werden eingezogen, die Klöster aufgehoben und ihr Besitz verstaatlicht. Finanzielle Abgaben an Rom verboten. In theologischen und liturgischen Fragen bleibt Heinrich jedoch stets konservativ. So wird eben in Anführungszeichen blutigen Statut Anführungszeichen Ende von 1539 bei Androhung schwerer Strafen verordnet, dass katholische Anschauungen wie der Zölibat, die Messfeier und die Wandlung von Wein und Brot in Klammern Transsubstantiation, Klammer zu, bestätigt und geschützt werden müssen. Nach dem Bruch mit Rom festigt der König seine Position, indem er seine Untertanen einen Eid auf die neue Ehe und die sich daraus ergebende Thronfolge schwören lässt. Als sein Kanzler Thomas More dies verweigert, wird er 1535 geköpft. Die Problematik des männlichen Nachfolgers und politische Erwägungen führen in der Folgezeit noch zu vier weiteren Eheschließungen des englischen Herrschers. 1536 heiratet er Joanna Seymour, 4 Jahre später Anna von Kleve. Kurz darauf verbindet er sich mit Katharina Howard und im Jahre 1543 erfolgt die letzte Vermählung mit Katharina Parr. Zwei seiner Ehefrauen, Anna Boleyn und Katharina Howard, lässt Heinrich der Achte hinrichten. Ja, dadurch ist er ja bekannt geworden, durch seine vielen Frauen und zwei, die davon hat hinrichten lassen. Ja, und dann nochmal als letztes die Gottesdienstreform. Die anglikanische Kirche entwickelt sich weiter. Unter Edward dem Sechsten wird eine Gottesdienstreform durchgeführt, in der durch den Straßburger Reformator M. Buser vermittelte Einflüsse der kontinentalen Reformation feststellbar sind. Nach dem Tode Edwards des Sechsten führt seine Schwester Maria, in Klammern die Blutige, Klammer zu, die anglikanische Kirche in die Gemeinschaft mit Rom zurück. Nach ihrem Tode 1558 entsteht unter Königin Elisabeth I. die anglikanische Kirche, so wie sie in ihrer Grundverfassung noch heute vorhanden ist. Zwei Parlamentsgesetze geben der Kirche ihre Selbstständigkeit zurück.
1563 erhält sie ihre gültige Lehrgrundlage. Ja, und da haben wir es, den Herrn, der seine zwei Damen dort köpfen lassen. Erst hat er da unbedingt haben wollen, diese Boleyn, dann hat er sie köpfen lassen. Ja, so geht's manchmal, ne? Ja, und da haben wir ein Bild dazu. Ausschlaggebend sind dynastische Gründe. Unter Heinrich dem VIII. Wird der Bruch mit Rom vollzogen. In Klammern Gemälde von Hans Eworth, Zehnter oder Ewort. Ewort, Hans Ewort, wenn es Englisch ist, Eworth, circa 1545, Klammer zu. Aber ich denke mal, weil Hans, das ist eigentlich nicht so ein gebräuchlicher englischer Name, dann wahrscheinlich doch Ewort. Aber vielleicht ist es ja ein ausgewanderter Deutscher gewesen, der dann aus seinem deutschen Nachnamen einen englischen gemacht hat. Muss ich jetzt passen, ob da jetzt Ewort oder Eworth gesprochen wird. Da haben wir den frauenverschlingenden Heinrich den VIII. Und da wollen wir einen Schluck Milch nehmen. Einen Schluck Kaffee. Und weiter geht's. Und da sind wir im Jahre 1535. Zuerst wieder zwei Randbemerkungen. Angela Merici gründet in Italien den Ursulinenorden. Er ist der erste Frauenorden, der mönchische Kontemplation mit weltlicher Tätigkeit, in Klammern Erziehung, Klammer zu, junger Mädchen verbindet. Klammer zu, ich lese nochmal. Angela Merici gründet in Italien den Ursulinenorden. Er ist der erste Frauenorden, der mönchische Kontemplation mit weltlicher Tätigkeit, in Klammern Erziehung junger Mädchen, jetzt Klammer zu, verbindet. Und weiter geht's. Nochmal 1535. Das Haus Habsburg beginnt mit dem Aufbau der Militärgrenze gegenüber dem Osmanischen Reich. Im Osten erhalten wehrfähige Bauern Land und die persönliche Freiheit, wenn sie Abwehrdienste gegen die Türken übernehmen. Ja, heute kriegen sie die Freiheit oder die besonderen Ehren, wenn sie die Türken reinlassen. Ja, beim Herrn Kurz, ne? Weiter geht's. Mit 1535. Nutzpflanzen aus der neuen Welt. Der spanische Historiker Ferdinandez de Oviedo liefert die früheste gesicherte Beschreibung der neuen Droge Tabak, die in Amerika unter anderem auch als Heilpflanze benutzt wird. 2 Jahre später wird erstmals die Kartoffel von einem Vertreter der alten Welt beschrieben. Beide Pflanzen verbreiten sich zunächst nur langsam. Ihren Siegeszug in Europa treten sie erst später an. Die Kartoffel wird von vielen Zeitgenossen zunächst mit Skepsis betrachtet, da sie zur Familie der oft giftigen Nachtschattengewächse gehört. Das Tabakrauchen im Jahre 1586 von Engländern in Europa eingeführt, gilt bereits Fernandes de Oviedo, ja, hier steht Fernandes, hier stand Ferdinandes, Fernandes de Oviedo als in Anführungszeichen schädliche Sitte, Anführungszeichen Ende der Indianer, die das Kraut bereits seit Jahrhunderten kennen und seinen Rauch inhalieren. Ja, und da haben wir noch ein Bild dazu. Tabakanbau bei den Indianern. In Klammern Holzschnitt nach einer Zeichnung von André TW, 16. Jahrhundert, Klammer zu. Ja. Aber bevor die Europäer kamen, ging es mit dem Rauchen besser oder ganz gut. Und schnell zusammengemixte Impfen sind wahrscheinlich gesundheitsschädlicher als das Rauchen. Wird wahrscheinlich die Zukunft erweisen. Und weiter geht's mit dem 25. Juni 1535 im Reich der radikalen Täufer. Nach langer Belagerung erobert Bischof Franz von Waldeck im Bund mit dem Landgrafen Philipp von Hessen seine Stadt Münster von den radikal-reformerischen Täufern zurück, die für knapp 2 Jahre ein eigenes Reich errichtet hatten. Die radikale Sekte, die von ihren Feinden in Anführungszeichen Wiedertäufer, Anführungszeichen Ende genannt wird,
hatte nach ihrer Machtübernahme Anfang 1534 im in Anführungszeichen neuen Jerusalem Anführungszeichen Ende die Taufe aller Bürger angeordnet, Gütergemeinschaft eingeführt und Jan von Leiden zum in Anführungszeichen König Anführungszeichen Ende der Stadt erklärt. Als die in Anführungszeichen Herren von Münster Anführungszeichen Ende ihren Gegnern unterliegen, kommt es zu monatelangen Folterungen. Jan van Leyden und seine Gefährten werden am 22. Januar 1536 zu Tode gemartert. Ihre Leichname in Eisenkäfigen hoch oben an der Lamberti-Kirche ausgestellt. Die Täufer lehnen die Kindstaufe ab, weil sie nicht in der Bibel erwähnt wird. Stattdessen praktizieren sie die Erwachsenentaufe. Dabei kommt es ihnen darauf an, dass die Taufe des Menschen ein bewusst vollzogener und individueller Bekenntnisakt ist und kein von Eltern und Gemeinde vorgeschriebener Prozess. Entsprechend sehen sie in der christlichen Gemeinde einen freiwilligen Zusammenschluss mündiger Christen, die das Christentum authentisch leben wollen. Anhänger der Sekte sind der Auffassung, dass sich die innere Erneuerung des Menschen durch das Wort der Heiligen Schrift und durch die unmittelbaren Offenbarungen des Geistes Gottes vollzieht. Eine Haltung, die in der Kirchengeschichte Spiritualismus genannt wird. Die von den Täufergemeinschaften angestrebte Wiederherstellung des wahren Christentums in der Welt ist wesentlich auch mit der Herstellung sozial gerechter Verhältnisse verbunden, für die die Gemeinde Beispiele sein soll. Haben Sie eh so viel dran. Für die die Gemeinden Beispiel sein sollen. Die erste Täufergemeinde entstand in Zürich, als sich Konrada Grebel 1523 von Huldrych Zwingli trennte, weil dieser die Durchführung der Reformation vom Rat der Stadt erwartete. 1525 vollzog Grebel die erste Erwachsenentaufe. Radikale Auffassungen innerhalb des an sich in Anführungszeichen friedfertigen Anführungszeichen Ende Täufertums in Klammern wohl vor allem unter dem Druck einsetzender Verfolgung entstanden, Klammer zu, führten 1534 zur Errichtung des Täuferreichs von Münster, das 16 Monate bestand und unter seinen Führern die Form einer Schreckensherrschaft annahm. In den folgenden Jahrhunderten wird das Täufertum wegen der Ereignisse in Westfalen zu Unrecht diskreditiert. So verschärft sich nach dem Ende des Täuferreichs die Verfolgung der Täufergemeinschaften, der Mennoniten und Hutterer, die aus Deutschland weitgehend verdrängt werden. Sie finden zunächst in Polen und Mähren, später besonders in Russland und Nordamerika eine neue Heimat, wo das Täufertum heute in verschiedenen Gemeinschaften fortlebt. Ne, schau an, Gemeinsamkeiten zwischen Amerika und den USA. Und da haben wir nochmal ein Bild dazu. Wie in Anführungszeichen Wiedertäufer, Anführungszeichen Ende, Jan van Leyden wird nach dem Fall der Stadt Münster gefoltert und hingerichtet. In Klammern Stahlstich von D. Koch nach einem Stich von H. Aldegräber, 19. Jahrhundert, da haben wir den van Leyden, dessen Name sein Schicksal schon voraussagte. Er musste dann sehr leiden. Bis zum Tode. Ja, jetzt trinken wir einen Schluck Milch. Und einen Schluck Kaffee. Und dann kommen wir als nächstes zu einem Fokus. Fokus, die Macht des Geldes. Kaufleute beeinflussen die Politik in Europa. Ja, das haben wir ja heute genauso noch viel schlimmer als jemals zuvor. Wobei es keine Kaufleute sind, sondern Leute, die sich auf dubiose Weise reich gemacht haben. Mit dem Hinweis, dass in Anführungszeichen eure kaiserliche Majestät die römische Krone ohne meine Hilfe nicht hätte erlangen können, Anführungszeichen bzw. Zitat Ende,
lässt der Augsburger Großkaufmann Jakob der Zweite Fugger, der Reiche, Kaiser Karl den Fünften eine Zahlungserinnerung zustellen. Da es bei der Frankfurter Königswahl im Juni 1519 den Konkurrenten Franz den Ersten von Frankreich auszustechen galt, hatte der spanische Herrscher Karl aus dem Hause Habsburg die ungeheure Summe von 850.000 rheinischen Goldgulden aufbringen müssen, um die Kurfürsten mit, in Anführungszeichen, Geschenken, Anführungszeichen Ende, auf seine Seite zu ziehen. Der Kredit liefert den Kais an die Fugger aus. Ja, im Prinzip ist dann das Heilige Römische Reich zu der Zeit nicht von Karl dem Fünften regiert worden, zur Wirklichkeit von den Fuggern. Und weiter geht's. Los geht's. Unmittelbar vor der Wahl hatten ihm das Handelshaus der Welser rund 150.000, drei italienische Kaufleute jeweils 50.000 und das Bankhaus der Fugger den Restbetrag von fast 550.000 Gulden zur Verfügung gestellt. Ein entscheidender Beitrag zur Erlangung der Krone. Ja, so sind die heute auch alle in unsere Ämter gekommen, der Regierung, wie sie es nennt. Allerdings teilweise eher durch Geschenke, dass sie auf Lebenszeit versorgt sind. Und das wurde protegiert durch Gelder, die in die Presse und in die Medien flossen. Ja, genau wie damals. Und so entscheiden sie dann auch nicht fürs Volk, sondern für diese Leute, die sie dorthin gebracht haben. Das Geld ist einfach zu. So, darauf pocht Jakob. Nochmal, entscheidender Beitrag zur Erlangung der Krone. Darauf pocht Jakob Fugger als Chef seines Hauses nachdrücklich, als Kaiser Karl V. mit der Rückzahlung des Geldes in Verzug gerät. Ein Kaufherr wagt es, den Kaiser zu mahnen und weiß, dass er sich diesen Schritt leisten kann. Die Vergabe von Darlehen an geistliche und weltliche Herren sichert den Fuggern und anderen großen Bank- und Handelshäusern weitreichenden Einfluss auf politische Entscheidungen. Ja, ist heute noch schlimmer als jemals zuvor. Kennen wir ja. Fugger und Welser, eine Karriere, der erste Unterabschnitt und einzige in dem Fokus. Ende des 15. Jahrhunderts beginnt der Aufstieg der oberdeutschen Handelshäuser und Dynastien, unter denen die Fugger und Welser als die bedeutendsten herausragen. Sie entstehen vorwiegend an der wichtigen Handelsstraße von Venedig in den Norden. Die meisten haben ihren Sitz in Augsburg, einige in Nürnberg. Ihre starke Position wird auch dann nicht berührt, als der Gewürzhandel durch das Monopol der Portugiesen von Venedig und Genua nach Lissabon und schließlich Antwerpen abwandert. Denn die Händler übernehmen die Ware an den neuen Stapelplätzen und beschicken sie jetzt mit Edelmetall und Metallprodukten zur Belieferung Indiens. Wie ein Großteil der Augsburger Handelshäuser haben auch die Fugger ihren Ursprung im Handwerkerstand. Ursprünglich Tuchweber, eröffneten sie nach ihrer Niederlassung in Augsburg schon 1367 einen Handel mit Wolle und Wollstoffen und bauten durch Im- und Export von Textilien ein bedeutendes Familienunternehmen auf, das nur männliche Angehörige als Gesellschafter zuließ. Als Gegenleistung für die Unterstützung König Maximilians I. bei der Übernahme Tirols 1490 erhielt die Fuggersche Handelsgesellschaft die Rechte am Tiroler Bergbau und konnte in großem Umfang in den Handel mit Edelmetallen und auch ins Geldgeschäft einsteigen. Im ungarischen Bergbau fasste sie ebenfalls Fuß und erwarb rasch so große Beteiligungen, dass der Kupferhandel in Nordeuropa, zuvor Domäne der Hanse, in ihre Hand gelangte. Die Strategie der Fugger ist, dass sie als Darlehensgeber den Habsburger Kaisern und Territorialherren unentbehrlich werden und so in den Genuss von Monopolen kommen. Durch vielfältige Handels- und Kreditgeschäfte, die sie ebenso wie die Welser auch in den lukrativen orientalischen Gewürzhandel involvieren, wächst das Kapital der Augsburger Gesellschaft immens an. Von ca. 55.000 Gulden 1494 bis auf ca. 2 Millionen 1527.
und 5.000.000 1560. Bei den Staatsbankrotten der spanischen Könige allerdings büßen die Fugger ihr Geldvermögen ein, nicht jedoch den Landbesitz. Trotz ihrer Erfolgsgeschichte werden Kaufherren wie die Fugger und Welser nicht nur bewundert. So bezeichnet der Reformator Luther das als unmoralisch geltende Zinsgeschäft als in Anführungszeichen vom Teufel erdacht, Anführungszeichen Ende, und kritisiert speziell die Fugger, die zur Tilgung eines bischöflichen Kredits am Ablassgeschäft beteiligt werden. Da haben wir noch zwei Bilder. Jakob der Zweite Fugger gehört zu den mächtigsten Kaufleuten in Europa. In Klammern Gemälde von Albrecht Dürer um 1518, Klammer zu. Ja, wenn man die Leute so bescheißt, kann man natürlich dann auch ein soziales Projekt wie die Fuggerei machen in seiner Heimatstadt, um als guter Mensch zu gelten. Ja, und dann haben wir noch ein zweites Bild. Hansestädte wie Lübeck haben Macht, verlieren aber an Einfluss zugunsten der Fugger. In Klammern Holzschnitt um 1560, Klammer zu. Da hat man ja letztens erst wo die Klage gegen die Fugger und Welser niedergeschlagen wurde, weil der Karl der Fünfte, der Kaiser, ordentlich verschuldet war bei den Jungs. Ja. Und das schaffen wir noch, auch wenn wir schon über 40 Minuten sind, weil die erste Seite ist ein großes Bild drin. Wollen wir mal schauen. Weiter geht's. 1536, drei Randbemerkungen. Die erste. 1536. Der dänische König Christian III. Führt auf der Basis einer von Johannes Bugenhagen erarbeiteten neuen Kirchenordnung die Reformation durch. Als Herrscher über Norwegen, Schleswig und Holstein beendet er auch in diesen Gebieten die Herrschaft des Katholizismus. Und noch einmal 1536 eine Randbemerkung. Frankreich und das Osmanische Reich schließen einen Handelsvertrag der Franzosen im Türkenreich, auch das Recht auf eigene Gerichtsbarkeit einräumt. Nochmal. Frankreich und das Osmanische Reich schließen einen Handelsvertrag, der Franzosen und Türkenreich auch das Recht auf eigene Gerichtsbarkeit einräumt. Und die letzte Randbemerkung, 1536. Die Hanse verliert nach der Niederlage Lübecks in der dänischen Grafenfehde ihren Einfluss in Schweden. Und jetzt kommt der vorletzte große Artikel. 12. Juli 1536. Im Geist des Humanismus. Im Alter von 66 Jahren stirbt in Basel der niederländische Theologe Desiderius Erasmus von Rotterdam, der sich im Geiste des Humanismus für eine Erneuerung der christlichen Kirche einsetzte. Dem Reformator Martin Luther in seiner radikalen Ablehnung des Papsttums jedoch nicht folgte. Ein typischer Vertreter des Humanismus war Erasmus in seiner Kritik am Hochmut des Adels und am Krieg, sowie in seinem Einsatz für Toleranz in Glaubensfragen. In seiner Satire in Anführungszeichen Lob der Torheit, Anführungszeichen Ende, in Klammern 1511, Klammer zu, einer ironischen Lobrede auf das Laster, überschüttete er die in dogmatischen Spitzfindigkeiten erstarrte Scholastik und die verweltlichte Kirche mit beißendem Spott. Der Humanismus breitete sich im 15. Jahrhundert von Italien auf ganz Europa aus. Der Begriff wird häufig synonym mit in Anführungszeichen Renaissance, Klammer zu, Anführungszeichen Ende, verwendet. Meist legt man bei ihm jedoch das Schwergewicht auf philosophische und literarische und philologische Werke, weniger auf bildende Kunst. Das humanistische Bekenntnis zur Menschenwürde und zu einer im Diesseits verankerten Individualität fasste der Italiener Pico della Mirandola in einer Rede, in der er Gott zum Menschen sprechen lässt, in die berühmten Worte, Zitat, nicht himmlisch, nicht irdisch haben wir dich erschaffen, denn du sollst dein eigener Werkmeister und Bildner sein.
und dich aus dem Stoffe, der dir zusagt, formen. Zitat Ende. Und damit meinte uns den Menschen. Ja, weiter geht's mit einem Bild dazu. Erasmus von Rotterdam ist der führende Vertreter des Humanismus, jener Bildungsbewegung, die sich die freie, durch Erziehung geförderte Entfaltung der Persönlichkeit und die entsprechende Umgestaltung der Gesellschaft zum Ziel gesetzt hat. In Klammern Gemälde von Hans Holbein, der des Jüngeren, 1523, Klammer zu, durch Erziehung geförderte Entfaltung der Persönlichkeit. Heute passiert genau das Gegenteil. Heute werden durch kommunistisch-zionistische Umerziehung zu ihren Ideologien und Weltanschauungen die Persönlichkeiten der jungen Leute deformiert. Sie werden gar nicht freigelassen, dass sie sich entfalten können, sondern sie werden in ein Korsett gezwungen, was den Zionisten, Kommunisten und Sozialisten gefällt. Ja, und zum Schluss heute 1536. Calvin, Vollender der Reformation. Johannes Calvin legt den Grundstein für die weltweite Reformation. Er veröffentlicht sein Hauptwerk, die in Anführungszeichen Unterweisung im christlichen Glauben, Anführungszeichen Ende, in Klammern, in Anführungszeichen Institutio Christianae Religionis, Anführungszeichen Ende, Klammer zu, die sich an Luthers Katechismus anlehnt. Es wird eines der meistgelesenen Bücher. Calvin erlangt weltweit Berühmtheit. Nach der Niederlage von Kappel und Zwinglis Tod 1531 entsteht erst in Genf im eigentlichen Sinne die in Anführungszeichen nach Gottes Wort Anführungszeichen Ende reformierte Kirche. Sie ist radikal und fordert strenge protestantische Frömmigkeit. Johannes Calvin, in Klammern Französisch, Jean Covin, Klammer zu, wurde am 10. Juli 1509 in Noyon, in Klammern Nordfrankreich, Klammer zu, geboren. Er sollte Priester werden, studierte aber vornehmlich in Paris Rechtswissenschaft. Ab 1530 kam er mit humanistischen und reformatorischen Ideen, in Klammern Luther und Zwingli, Klammer zu, in Berührung. In dieser Zeit fiel auch seine in Anführungszeichen Bekehrung, Anführungszeichen Ende, Punkt. Calvin wirkt mit prophetischem Sendungsbewusstsein. Er ist erfolgreich als Prediger, Lehrer, Erzieher, Organisator oder Politiker und so weiter. Viele Zeitgenossen sehen in ihm den eigentlichen Vollender der Reformation. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Johannes Calvin in seinem Arbeitszimmer, in Klammern Kupferstich, 17. Jahrhundert, Klammer zu. Und dann sind wir durch für heute. Da ist er. Ja. Das war eine Zeit der großen Umwälzungen. Und ich habe so das Gefühl, dass wir auch heute wieder in so einer Zeit leben und sie wird aber, und da bin ich zuversichtlich, nicht so enden, wie sie sich Merkel, Gates und Co. vorstellen, sondern sie wird genau das Gegenteil bewirken. Wieder solche Leute wie Zwingli, wie Luther, wie Calvin, die die Welt in eine andere Richtung führen werden. Ja, gut, auch wenn man sie bekämpft hat bis aufs Messer, genauso wie die Leute, die das heute versuchen. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es war wieder das ein oder andere Interessante für euch dabei. Ihr habt wieder die ein oder andere Wissenslücke schließen können, altes Wissen aufgefrischt, und vor allen Dingen Anregungen zum Nachdenken und auch selbstständigen Denken über historische Personen und Ereignisse der Geschichte bekommen. Und damit hoffe ich, dass das Video auch heute wieder gefallen hat und wir uns auch morgen wiedersehen und wiederhören, sowohl bei VK.com als auch bei YouTube und Facebook. Und damit verbleibe ich wie immer mit. Haltet die Ohren steif. Bleibt kämpferisch und gesund. Ciao, ciao, euer Egon.